Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator 2000. Eben meine diese scheiß Let's Play am Anfang davor. Ja, herzlich willkommen zurück zu Trecker Spiel mit mir. Und ein Filmspieler spiel ich aber gerade nicht. Okay. Ja. Ja. Wir machen auf jeden Fall weiterhin hier Gas, versuchen hier Stroh einzufahren. Stroh wird jetzt erstmal die ein, zwei Lagen. Wie viel Stroh haben wir denn noch im Lager? Wird hier gar nicht angezeigt, ne? Nee, doch. 95.000. Also ich glaube, ich mache einen Hänger ins Lager. Mhm. Und der Rest geht dann Richtung... Der Kompostanlage, glaube ich, ist nur zwei oder drei Hänger rein. Das verarbeitet sich ja sofort. Wir spielen ja die ganze Zeit auf fünffach. Ja, trotzdem, irgendwann ist der Wälder voll. Ja, dann müssen wir dann halt rausfahren. Ja, oder müssen sie erst ins Lager fahren und wenn wir was für Kompostanlage brauchen, müssen wir es hochfahren. Ja. Nee, erstmal will ich das Ding überhaupt anschmeißen und dann sehen wir weiter. Ja, klar. Da ist der Tank hier ja auch viel größer, wissen wir ja nicht. Na, erste Fuhre voll. Und Gas. Hammer. Oh, die Klimaanlage ist aus. Jetzt weiß ich auch, warum ich hier so schwitze immer im Trecker. Mach die Hose zu. Oh, hör mal, die Klima wieder angemacht hier. Klima, Junge. Hada. Hada, Junge. Klima, hada. Ach, jetzt weiß ich, warum wahrscheinlich das so blöd ist mit meinem Tacho, dass der so schwenkt, Leute. Jetzt machen wir mal hier ganz kurz auf Frames. Scheiße. Und stellen das mal wieder weg, bitte. Danke. Auf 50 zurück. Mal gucken, ob das jetzt vorbei ist. Ja, das habe ich nämlich schon mal auf dem Server ausprobiert. Wenn du mit mehr wie 60 Frames spielst, dann fängt das gute Stück an abzuspacken. Ja, ist immer noch. Also richtig flüssig läuft es heute nicht bei mir. So, Stroh. Da muss Stroh rein. Na, 44.000, also. Oh. 44.000 ist natürlich schon eine Ansage, Stroh. Ich weiß ja nicht, wer hier ein Tempomat auf 25 gestellt hat. Wir letztes Mal im Gülle fahren. Brauchst du doch kein Tempomat für 25 einstellen? Doch, weil wir nebeneinander gefahren sind. Beim Gülle umpumpen. Stimmt, beim Gülle umpumpen, Klaus, ja. Genau. Och du Scheiße, 8 Kammer, ach du... Bullshit. So, Hackengas, weiter geht's. Ne, Action Reaction ist angesagt. Hm. Ich glaube, ich muss zurück. Ja. Oh, Leck. Leck. Oh, volle Lüse. Ah, jetzt juckt's wieder. Jetzt sag nicht, jetzt fängt er an. Ja, ich glaube, wir kriegen schon wieder da so eine Attacke. TS auch laggy? Wollte ich jetzt hier aufhängen. Wollte ich ja lieber mal. Okay, erledigt. Oh, bei mir leckt's jetzt nicht. Jetzt geht's wieder. Ja, das läuft. Geht. Weiter geht's hier. Gut. Oh. Ja. Was habt ihr? Nichts passiert, ne? Also heile. Er hätte fast Ultra weggeschossen.
Also okay. Wir sind nicht gegeneinander irgendwie so nach reingefahren, nein. Oh, rutsch, rutsch, rutsch. Wie immer, ihr macht nur Scheiße. Nein. Nein. Ganz normaler Arbeitsumfang. Jetzt geht's wieder. Komisch. Ja. Ja, ich war es nur eine 1 MB DDoS-Attacke. Keine Ahnung. Irgendwelche Spastenkinder haben ja Langeweile wieder. So, weiter geht's hier. Vollgas hier, Stroh einfahren, Leute. Dann geht's ab zur... Ja. Ich weiß gar nicht, wo dieses Scheißding war. Das Ding war bei... Gartencenter, oder? Jo. Ne, Bioenergie, ne? Nein, Gartencenter. Stimmt, vorm Gartencenter gab's dieses Teil. Genau, ja. Sowas. Ja, Ultra, kriegst du alles rein bei dir? Kann sein. Warte mich nochmal, wenn ich fertig bin. Okay. Bioenergie war ja dieser springende Punkt für Holz. Genau. Was wir auch noch machen wollten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Kevin hat ja gesagt, er kann so gut Holz aufladen. Er ist ja Profi drin. Aufladen kannst du gut. Du hast gesagt, du kannst aufladen, ich kann mähen. Ich kann gut schneiden. Und Klaus und Jan ist. Und Jan ist der gute Wegfahrer. In seinen Träumen. So, jetzt müssten wir eigentlich rechts. Wer fährt da? Oh, Kevin. Ja, dann hupe ich nicht. Arschloch. Stinkt so nach Maggi, Alter. Nein, hupe ich nicht. Oh, witzig, dass deine Mutter dir noch länger eingibt. Echt. Okay. Oh, guter Anhänger steht hier. Ich habe gerade einen Trecker ausgemacht. Und ich hole die anderen beiden Anhänger. Oh, jetzt sieht man aber gar nichts mehr. Voll beschissen. Counter-Strike Global Offensive. Was ist denn mit? Fehlt gerade ein Freund von mir. Achso. Ja, ich habe Freunde. Echt? Ja. Was hast du? Scheiße. Boah. Hab ich auch erst gedacht, dass ich keinen hätte, aber naja. Boah, ey, werd die bloß wieder los, ich sag's dir. Ja, das ist dieser Langomatisch da, dieser Affenpopo-Vogel. Komm rum. Ach, jetzt komm ich nicht rum, Alter. Du alte Gurkenpisser. Oh, die erste ist ganz schön im Keller gegangen. Und? Oh, 77 ist nicht brauschen. Nee. Nicht gerade viel. Ja, aber überleg mal, was wir weggekarrt haben. Oh. Aber jetzt bin ich auch noch voll, verdammte Axt. Das wissen wir schon länger, dass du voll bist. Ja, das war wie. Wollen wir gleich mal was essen? Komm auch vorbei. Du hast nix. Nur Leute, abladen. Echt tolle Gastfreundschaft. Ja, alles schön da rein. Ja, Kompost 22.000 ist erst drin, also alles ganz easy. 400.000 Gerste haben wir. Oh. Heftig, ne? Ja. Wir sind noch nicht fertig. Ne. Vielleicht schaffen wir ja noch die halbe Million. Jo, mit Feld 18 kommt noch. Weil da sind ja noch Sachen in den Hängern drinne. Ja, die fahre ich ja gerade schon leer. Ach so. Ein Fortuna muss ich noch holen. So, jetzt richtig Bölte hier. Ich glaube, du musst halt die Zeit mal schneller stellen für Feld 18, ne? Erledigt. Oh, oh, oh! Auf den Grünstreifen gekommen.
Nee. No. Hupe nicht. Musst du ja auch nicht. Ist auch nicht. Ich hupe nicht. Ich wollte gerade was sagen, aber das verkneife ich mir. Na komm doch. Möchtest du mir irgendetwas sagen? Ja. Irgendwas? Ja, was? Dass du ein dreckiger Arschkriecher bist, da. Achso. Abends in den Keller gehst du nach Buggy Boss. Er geht in den Keller Kohlen putzen, bis er blinken. Ah, Feld 18 ist auch fertig. Kann Zeit wieder langsam stellen. So. Das haben wir auch. Noch schön über Hof mit 50 Knallen. Nein! Auch jetzt hat der Mister auf Mist bei mir im Anhänger reingemacht. Ja, dann fahre ich mit 50. Ach nee. Aber wenn da minimal was drin hast, ist doch nicht schlimm. Was ist da drin? 575. Ist egal. Das verschwindet das dann. Über. Ja. Außen fahren. Oder so schnell, da lass das Gerät nicht mit hinterher kommen. Kommt immer hinterher. Habe ich auch schon ausprobiert. Nicht ja. Mit meinem Maserati, der fährt 210. Ich würde die Polizei nicht gesehen, das macht Spaß. Oh ja, das macht Spaß. Was sagt ihr alle, dass Scheiße. Stefan Raab aufhört? Ja? Wisst ihr, was ich dazu gesagt habe? Ich verschenke 1000 Liter Bier dafür, ja? Es wird auch Zeit, dass ein Spasten weniger im Fernsehen ist. Ja. Oh. Als nächstes Dieter Bohlen, dann kommt Barbara Salisch und die alle, die müssen auch noch alle. Oh ja, Barbara Salisch, der alle, oh Gott. Boah, ey Leute, jetzt ganz ehrlich, ja, ich trauere kein Stück hinter diesem Menschen her. Keine Ahnung, also. Wird Zeit, dass der mal kacken geht, ey. Ja, keine Ahnung, Mann, er hat ja keine schlechten Sendungen gemacht, aber das war einfach zu viel von allen. Ja. Ja, ich würde niemals sagen, dass TV total scheiße war, aber ich kann mir das auch nicht 50 Jahre lang anschauen. Ja. Ultra. Was ist los? Bist du wieder müde? Nein. Da müde werde ich die nächsten 48 Stunden nicht. Ja. Wieder weggurken. Aber jetzt ganz schön Stress, Leute, hier. Wir müssen ganzen Stroh hier einfahren noch. Richtig Bild immer. Also richtig, richtig Bild. Es ist schon sehr lustig. Halt, ich muss zum anderen Feld, da hinten den roten Anhänger wegholen. Geht auf jeden Fall richtig derbe ab. Was ist eigentlich, wenn man das Stroh drauf liegen lässt? Wird dann gleich gedüngt dafür? Nö. Nee. Auch dämlich, ne? Normalerweise, ja. Wenn ich das dann ja zerstreue, also zerhäcksle und unter Flüge, müsste es ja gleich Dünger sein. Normalerweise schon. Wäre eigentlich richtig nice. Ja. Weil wir haben zum Beispiel jetzt zu viel Stroh. Das kann man ruhig sagen. So viel Stroh brauchen wir nicht. Aber gut, wir wissen ja nicht, was wir uns noch an Tiere anschaffen. Weil noch fordern uns die Tiere nicht. Kein bisschen. Deswegen sage ich. Oder kommst du ohne Problem wieder hoch? Es wird Zeit, dass man. Ike. Ja. Keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Ja, kommst du. Was geil ist, wenn man so 1000 Kühe hat. Das wäre schon richtig episch. 1000 Kühe. Alter, das geht richtig ab dann, Klaus. Versuch das dann mal auf Reihe zu kriegen. Oh, sie ist voll. Die Kompostmaschine. Dann können wir alle fährt da erstmal links liegen lassen. Ja, du würdest dich dann in jedem Video oder du würdest dich in jeder neuen Aufnahmesession wirklich mal um die Kühe kümmern müssen. Ja. So,
so wie es früher mal in Landwirtschaftssimulator war, da musstest du dich wirklich richtig um die Tiere kümmern. Soll ich Kompost im Lager fahren? Haben wir ein richtiges Lager? Hier steht Kompostlager bei uns im Inventar. Ja, klar, warum nicht? Aber wir haben gar keinen Hänger dafür. Doch. Fortuna? Stimmt, der grüne. Einen habe ich noch leeren stehen. Ja. Können wir dann in der nächsten. Können wir in der nächsten machen, weil wir sind fertig. Ja? Hä? Ja, wir sind fertig für heute. Damit sagen wir dann wieder vielen, vielen Dank fürs Einschalten bei Landwirtschaftssimulator. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann könnte es sein, dass es nach dieser Folge wieder eine Mod-Vorstellung gibt. Nicht vergessen, Leute, es gibt immer, oder wir versuchen es jedes Mal, neue Mods vorzustellen. Ich weiß, ich habe ziemlich viel das Gleiche gemacht diese Woche, aber es war ja auch Abwechslung. Ich habe Quaderballen gemacht. Ich habe eingesammelt die Quaderballen. Ich habe gesät. Dann hier das Ding eingefahren. Wir haben den neuen John Deere vorgestellt in diesen 7 Folgen. Was haben wir noch vorgestellt? Den neuen John Deere. Die Presse haben wir vorgestellt. Ja. Also wenn man sich das überlegt, das alles in 7 Folgen, Leute, war schon ganz schön viel heute. Ja. Ja. So, wir sagen auf jeden Fall vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Euer Gabor, bis dann. Tschüss.